lieber Herr Adams und Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsamtes. Ich bedanke mich für die Auszeichnung als Senator in dem Bundeswirtschaftsrat. Die Auszeichnung nehme ich mit Wertschätzung und Dankbarkeit entgegen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Sebastian Meyer. Ich habe International Business Management auf einer Privatuniversität in Florida in Verona Beach gemacht und meinen Masterabschluss erfolgreich absolviert. Nebenbei bin ich in einer UN-Organisation ehrenamtlich aktiv. Nach meinem Studium habe ich 10 Jahre erfolgreich in der Erdöl- und Rohstoffbeschaffung war ich aktiv gewesen, wo ich der Geschäftsführer, also Mitgeschäftsführer war, bei einer Firma in London. Aktuell bin ich Geschäftsführer von der Tiffelmanufaktur Administration GmbH im Sitz in der Kahn. Wir sind ein Herstellungsbetrieb von Schmierstoffen und chemischen Erzeugnissen sowie biologischen Pflegeprodukte, die wir herstellen. Als einziger Hersteller auf der gesamten Welt haben wir ein Pfandsystem entwickelt, zugunsten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit für Kunststoffgebinde ab 1 Liter bis zu 20 Litern. Wir haben ein patentiertes Reinigungssystem erfolgreich auf den Markt gebracht, was für die Beseitigung von Chlorrückständen vorhanden ist. Wir sind zahlreich international ausgezeichnet worden, für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Qualität. Wie aktuell sind wir in 62 Ländern bereits auf dem Markt. Eine Rücklaufquote von 60% unserer Kunststoffgebinde konnten wir durch Corona und aufgrund der aktuellen Lieferengpässe und den Wirtschaftsfolgen soweit schon weltweit auf den Markt beziehen. Unser Pfandsystem wird durch strenge Prüfungen vom Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie überwacht. Aktuell sind wir dabei, ein weiteres Abfüllwerk in der Kahn mit 120 Handelsstätten zu übernehmen. Auch sind wir in sehr vielen sozialen Projekten aktiv, wie Herr Adams auch schon bereits mitgeteilt hat. In der Corona-Zeit haben wir Desinfektionsmittel für sozial schwache Menschen bereitgestellt und zur Verfügung gestellt. So wie eine Tiertage ins Leben gerufen, um halt den Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben, die halt aufgrund Corona halt nicht mehr so viel Geld hatten, zumindest die Tiere halt abgesichert waren, so konnte man bei uns jeden Samstag halt Tierfutter kostenlos halt bekommen. So wie haben wir jeden Sonntag für 150 Personen, die wir halt unterstützen, was für uns sehr, sehr wichtig ist, aufgrund der Obdachlosen, die wir in Berlin halt, da kochen wir halt jeden Sonntag halt für die frisch und stellen halt auch Hygieneartikel und Tiernahrung zur Verfügung. Als Unternehmer sehe ich die aktuellen wirtschaftlichen Probleme wie das Gas- und Energieversorgungsproblem. Aufgrund eines wirtschaftlichen Medienberichtes von Herrn Markus Söder im Zusammenhang des Bundesland München, dass halt kein Gas mehr, dass wir kein Gas mehr kriegen sollten. Dieser Bericht hat mich sehr bewegt und mir war ganz klar, dass ich dabei unterstützen helfen möchte. Dies haben wir dann auch gemacht gehabt. Wir waren dann mit der Einkaufsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland in engem Kontakt und haben über 20.000 Tonnen LNG nach Rotterdam geliefert. Aktuell haben wir einen großen Rahmenvertrag mit einem deutschen Großkonzern, den wir regelmäßig ab Januar 2023 mit Propan liefern. Ziel ist es, Unternehmen im industriellen Mittelstand zu helfen und zu unterstützen. Dies wird durch Bündelung und Lieferungen erfolgen. Wir sind jetzt in einer ökonomischen, ökologischen und angespannten Situation, in der eine interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig ist. Dabei ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und für uns und unsere Kinder eine bessere Zukunft zu gestalten. In diesem Zusammenhang werde ich mich im vollen Einsatz im Senat einbringen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Danke.
Verdienste um den Mittelstand und in Würdigung seiner verantwortungsbewussten, herausragenden unternehmerischen Leistung und der aus erwachsenen Reputation in Wirtschaft und Gesellschaft wird Sebastian Mayer zum Wirtschaftssenator AC ernannt. Berlin, den 21. September 2022. Lieber Herr Mayer, herzlichen Dank.